Hallo und herzlich willkommen zu Teil 3 unserer kleinen Serie über Vorwärts- und Rückwärtsterminierung, die wir bereits abgeschlossen haben. Jetzt geht es nur noch um die freie und die gesamte Pufferzeit, wobei wir nur diesen Vorgang hier zu beachten haben, denn alle anderen Vorgänge sind kritisch. Das erkennen wir daran, dass Fatz und Satz bzw. Fetz und Setz, früheste Anfangszeit, späteste Anfangszeit, früheste Endzeit, späteste Endzeit gleich sind. Ja, bei A, bei B und bei D. Bei C ist es anders. Bei C haben wir eine GP, eine gesamte Pufferzeit, die sich berechnet als Satz minus Fatz oder alternativ Setz minus Fetz. Und das ist 9 minus 2 oder 6 minus 9 minus 7 gleich 2 oder 6 minus 4 gleich 2. Die gesamte Pufferzeit ist also 2. Die freie Pufferzeit ist die Pufferzeit, die ein Vorgang autonom zur Verfügung hat, ohne einen anderen zu stören. Was heißt stören? Stören heißt, ihn aus seiner frühesten Anfangszeit zu bringen. Das heißt, Ausgangspunkt für die freie Pufferzeit ist die früheste Anfangszeit des Nachfolgers, also 9, minus früheste Endzeit des betrachteten Vorgangs, also hier 7. Das heißt, auch die freie Pufferzeit ist hier 2. Freie Pufferzeit ist definiert als früheste Anfangszeit Nachfolger. Nachfolger soll das natürlich heißen. Nachfolger minus früheste Endzeit Vorgang. Also, ja, freie Pufferzeit eines Vorgangs ist definiert als früheste Anfangszeit des Nachfolgers minus früheste Endzeit des betrachteten Vorgangs. Also noch einmal, 9 ist die früheste Anfangszeit des Nachfolgers. Die ist heilig, die dürfen wir nicht stören. Wir können frühestmöglich aber schon bei 7 fertig sein. Das heißt, wir haben 2 Tage autonome freie Pufferzeit. Wir können also 2 Tage später beginnen und 3 Tage brauchen. Wir können pünktlich beginnen und 2 Tage länger brauchen. Wie auch immer. Diese 2 Tage können wir autonom verteilen, ohne dass es jemand merkt. Das ist die freie autonome Pufferzeit. Schauen Sie unter spaßleindenk-shop.de für weitere Lernhilfen. Mein Name ist Marius Eber. Dankeschön. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.